Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute sind wir mal wieder bei einem Pet Battle und zwar geht es wieder um die Hauerei in unserer Garnison. Und hier vor uns ist der Tukanator und den schauen wir uns jetzt mal an, wie wir den upklopfen können. Ja? Also ist schon mal ein Flugpad. Okay, Flugpad. Wir haben jetzt Pets mit magischen Attacken oder Fähigkeiten. Sowas wie Arkane Explosion oder Kraftzug etc. Die haben wir jetzt einmal einfach mal reingenommen. Da habe ich einmal kleinen Taregosa, Mini-Willensbrecher und Tröpfchen von Yishari und ja. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich hau jetzt einfach mal mit meiner stärksten Attacke drauf. Will mal schauen, was da zurückkommt. Okay, 1000 Schaden. Ist schon ganz ordentlich. Unser Vogel, der braucht ein bisschen, bis er uns down hat, aber will man einfach schon mal Schaden. Wie gesagt, wir haben ja drei Pets und das hier ist nur eins. Das sollte auf jeden Fall möglich sein, ohne viel nachzudenken und irgendwelche bestimmten Reihenfolgen einzuhalten, sondern wir machen ja einfach Schaden und Gutes. So, den mag ich übrigens extrem. Ich finde, das Pad sieht richtig nice aus hier, unser Mini-Willensbrecher. So, wir machen unsere innere Vision, dass wir mehr Damage machen. Und machen jetzt gleich unseren anderen Schaden. Unseren störenden Blick. Das können wir gut stören. Sind wir immer gut gewesen schon. Schon in der Schule habe ich gern gestört. Aua. Versuch noch einmal zumindest Schaden drauf zu machen. Nee, das war nix. Okay. Geben erstmal Gas mit Toxikose und beenden das Ganze dann auch hier an der Stelle. Haben gewonnen. Jawohl, Leute. So schnell geht's. Ihr habt gesehen, wirklich nur Magiepads reichen für diesen Tukanator. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt von diesen Videos oder allgemein, wenn es euch gefallen hat, ja, dann klickt doch einfach hier in die Box rein und abonniert mich. Das würde mich natürlich sehr freuen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.